wieder da. Emotes beim Vorbei. Ah, Bibi, you're at zero. Hallöchen. Oh, wow, jetzt kommen die Flachwitze raus, wirklich. Bitte nicht. Bitte nicht. So. Ah, danke fürs Hübi. Dann wollen wir mal von Milch und Finsternis machen. Und die Residenz untersuchen. Mal gucken, was wir dort Spannendes... Oh. Wieso ist das so weit weg? Wo ist das? Ach, das ist ja sonst wo. Nein. Das machen wir nicht. Ich dachte, das wäre ein Novigrad. Steht auch Wählen dran. Ich könnte halt auch einfach mal lesen, oder? Internetfrau. Schön. Hallo, Ella. Hallöchen. Auf der Fährte mehrere Orte. Das hier müsste doch aber hier sein, oder? Ja, das ist hier. Das können wir uns doch mal ansehen. Und schauen, was dort vor sich geht. Es gibt Schnellreise. Ich weiß, dass es Schnellreise gibt. Ach, das ja, weiß ich doch. Hüps. Hüps. Noch mehr Treibgut aus dem Kind. Ach, ich wollte zum Marktplatz. Wo ist denn hier ein Marktplatz? Hier müssten doch eigentlich viele Händler sein, oder? Wobei, das ist der Platz des Hierarchen, weiß ich nicht. Ja, wir können ja mal gucken. Wir können ja mal schauen. Vielleicht finde ich da einen, wo ich die Waffen endlich mal verkaufen kann. Und die Rüstung vor allem. Almosen für die Armen. Anderling, nicht wahr? Deinesgleichen findest du nicht. Lass mich am Leben. Ah, halt. Hier komme ich nicht lang. Was ist denn das hier für einer? Ein guter Tag für Geschäfte. Aha. Aber offensichtlich will er nicht mit mir handeln. Ein Kunde mit Verstand wird sofort. Ist ein Kräuterhändler? Aufrichtige Entschuldigung. In klaren Tagen kann man die Banner Nilfgaards von den Stadtmauern aussehen. Kennst du Meister Melon? Malerhändler? Oh, warte mal. Sieh an, sieh an. Der weiße Wolf persönlich in meiner bescheidenen Hütte. Was kann ich für dich tun? Wer bist du denn? Ich brauche einen Kredit. Ich will etwas Geld umtauschen. Oh, hier kann ich das Geld umtauschen? Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Meine Achseln... 1572 Kronen habe ich bekommen. Nice. Was kann ich für dich tun? Das Pinguine da ist. Zumindest hat sie heute noch nicht gekotzt. Na, immerhin. Trägt nur den Namen Mareike. Nacht schon mit mir gekuschelt und sitzt jetzt mit mir am PC. Ey, Plüschi. Noch in Pink rumgelaufen ist. Hallöchen, Silberwölfchen. Moin. Wie läuft das Geschäft? Mehr fällt dir nicht ein? Fragst du einen Fischer, ob sie beißen? Oder eine Alte, ob sie gesund ist? Das Geschäft läuft hervorragend. Der Krieg wirft Profit ab, wenn man weiß wie. Nilfgaard war noch gar nicht über den Ponta. Da wurde ich schon mit versicherten Holz- und Eisenlieferungen aus Kovie beauftragt. Ich habe meine Investitionen versiebenfacht. Nett. Sollte man meinen. Aber da sind noch die Kopfsteuer für Anderlinge, der Kirchenzehnt, Kriegssteuern und meine Ausgaben. Zieht man alles ab, bleibt nur noch ein Almosen übrig. Höchstens ein Dutzend Kisten. Der sieht gleich so aus, als hätte er nur Almosen. Viel Spaß, Kamudin. Ich wünsche dir unfassbar viel Spaß im Kino. Ein ganz großes Plüschi, ganz groß, Ella.
Ich weiß nicht, ob ich gegen ihn Gwyn spielen will. Ich verliere bestimmt gegen ihn. Ich habe noch ein recht schlechtes Deck. Bis zum nächsten Mal. Sollte ich mir, glaube ich, erstmal Gegner auf dem Land suchen. Das ist wieder nur der Waffenschmied, oder? Nee, Rüstungsschmied. Erstklassige Schwerter. Ah, sehr gut. Ein Rüstungsschmied. Perfekt. Wärst du imstande, eine Rüstung in Meisterqualität herzustellen? Na, die Gesellenprüfung habe ich zwar bestanden, aber eine Meisterrüstung habe ich noch nie gemacht. Verdammt. Vielleicht könntest du es in Velen versuchen. Dort lebt ein Zwerg. Fergus heißt er. Die Leute in der Zunft sagen, dass er der beste Rüstungsschmied südlich vom Ponta ist. Okay. Zeig mal, was du anzubieten hast. Als Kopfkissen benutzen, Seitenschläferkissen und so weiter. Oh, cool, Ella. Sehr gut. Der Schock von gestern ist noch zu groß, ne? Was? Den Zwerg kennst du doch. Ist der das, dem seine Schmiede abgebrannt ist? Oder ist das der beim blutigen Baron? Oh, was haben wir denn hier? Warte mal, das ist ein schlechter Sattel, oder? Ja. Ah, die dritte Karte, das nehmen wir mit. Stark verblichene Notizen von Hieronymus zum Hexer Elga. Der beim Baron. Ah, alles klar. Der beim Baron ist das. Elfenschmiedewerkzeug. So, jetzt kann ich endlich das Zeug hier loswerden. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt ist das Inventar gleich viel freier. Dann haben wir hier Handwerk. Kriegerlederjacke. Überlegene Bärenrüstung. Stufe 30. Uff. Ja. Stufe 30 dauert noch eine Weile. Na gut. Achso, reparieren könnten wir auch mal, wenn wir einmal hier sind. Hallöchen, Terropopo, moin. Bis Kaya, wie viele Spielstunden? Warte, das können wir sogar nachgucken, wie ich gelernt habe. Bis dann. Gelernt habe, können wir das nachgucken. Und zwar hier. 42 und 4 Minuten. Ja. Das holen wir uns noch ab, Aldus. Ich weiß. Den du die Quest in Skellige mit den Werkzeugen machen musst. Der war im Weißgarten. Das war, ja, stimmt, das war im Startgebiet. Kungfußgalme, moin, Herrlöchen. So, sehr schön. Ist hier vielleicht direkt noch ein Waffenschmied irgendwo? Dann kann ich das auch noch verkaufen. Willst du eine Umarmung? Schon die neuen Schachmänner. Mir sind schon wieder neue Sachen am Anschlagbrett. Das gibt's doch gar nicht. Achtung, die kennen wir schon. Nilfgaardisches Kulturfest abgesagt kennen wir. Warnung vor an Neuankömmlinge. Ja, das wissen wir. Ehrenwerte Städte, bitte denkt dran. Achso, das kennen wir auch schon. Maße und Gewichte. Oh, warte mal. Achtung, Spukhaus und betrügerischer Händler. An alle aufrechten Einwohner Novigrads, hört auf die Warnung eines loyalen Mitbürgers und macht keine Geschäfte mit dem Beutelschneider de Jonker. Seine Familie macht wohl als angesehen und ehrenhaft, mag wohl als angesehen und ehrenhaft gelten, doch er selbst ist ein Schwein und Betrüger. Er hat mir zu einem guten Preis ein Haus verkauft, obgleich er genau wusste, dass es darin spukt. Man kann dort nicht wohnen, denn ein böser Geist quält jeden, der auch nur den Fuß hineinsetzt. Einstweilen begnügt er sich mit Lärm und Streichen,
Doch er weiß, zu welchen Übeltaten er noch imstande ist. Wer seine fünf Sinne beisammen hat, der hält sich von diesem Haus fern und macht mit der Jungfer keinerlei Geschäfte. Darin sind wir, glaube ich, schuld. Weil wir Sarah nicht verraten haben. Und wie? Alles dralle Weibsbilder aus Gegenden, die... Stimmt, ja, das kann ich, den Trank kann ich wieder umtauschen, du hast absolut recht. Da legen wir wieder Brot hin. Brot! Unglaubliches Brot! Wo das Haus von Klein Sarah verkauft, so wie es scheint, hat er das Haus von Klein Sarah verkauft. Kannst du Gedanken lesen? Weitergehen! Raub ist wieder schuld an irgendwas? Nein, also grundsätzlich natürlich nicht. Ja, grundsätzlich bin ich daran nicht schuld. Ja, ich habe noch ein paar Stunden Deja. Ich habe doch auch erst am 12. angefangen. Ich bin, ne? Kann ja auch nicht rund um die Uhr spielen. Alle Zettel mitnimmt. Nichts damit anfangen kann. Aber wir nehmen das trotzdem mit. Das ist ein ganz anderes Haus. Ist das ein ganz anderes Haus? Gönn ich mal wieder Fleisch, ja. Nicht, du hattest langes Wochenende. Ich hab doch aber auch die ganze Zeit gespielt. Lu? Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Ist eine eigenständige Quest. Okay. Okay. Also hat es damit nichts zu tun. Hey, da sind Mäuseköttel im Boot. Ja, dann werden wir uns das zeitnah anschauen. Aber erstmal sprechen wir mit dem Aufseher, um herauszufinden, was für ein Monster denn hier unterwegs ist. Mein Papa mag Elfen nicht so. Bist du ein Elf? Vor langer Witcher 1 und 2, will ich nicht versprechen, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwann mal, aber nicht zeitnah, Furio. Nicht zeitnah. So. Hallo. Wir mögen keine Leute, die hier rumstreuen. Ach nein? Gibt es hier eine Bestie, die jemand loswerden möchte? Ich bin wegen der Nachricht hier. Aufseher Lund hat sie aufgehängt. Ja, die Bestie treibt sich in den Vororten rum, ermordet die Leute. Sie haben Angst, abends rauszugehen. Abends also. Ich würde gerne mit dem Aufseher sprechen. Zu schade, dass er keine Bittsteller empfängt. Was macht er denn genau? Er verteilt im Namen des Stadtrats Hilfsgüter, Mehl und Grütze für die Armen. Natürlich macht er das nicht selbst. Dafür hat er seine Männer. Er selbst, beaufsichtigt? Genau. Hier aus dem Sumpf waren. Ein Name war Jagner. Das haben wir schon festgestellt, Frozen. Wir haben das schon festgestellt. Und viel Spaß weiter beim VOD-Schauen. Ich möchte dieses Monster zur Strecke bringen. Dann solltest du dich beeilen. Ein anderer Kerl ist schon hinter ihm her. Ein anderer Kerl? Wer hat den Auftrag angenommen? Ich habe den Mann nicht gesehen. Hab nur gehört, dass irgendein mutiger Trottel aufgetaucht ist. Okay. Wann wurde das letzte Opfer gefunden? Erst letzte Nacht. Hubert, ein Bettler, aber anständig. Ich habe ihn ab und zu im Schuppen übernachten lassen. Dort drüben rechts. Danke, Frozen. Das Dachlos hat die Leiche noch nicht abgeholt. Sie liegt noch dort, wo ich sie gefunden habe. Gibt es irgendwelche Augenzeugen von diesen Angriffen? Kann ich mir die Leiche ja dann gleich nur Leichen anschauen. Die Bestie erscheint nur nachts und wählt Opfer aus, die alleine sind. Yep, Deja, korrekt. Wir machen wieder Nebenquest. Bis dann. Weil die Mainquest-Reihe jetzt leveltechnisch höher ist als einige Nebenquests, deswegen erstmal wieder Nebenquests. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. So, dann schauen wir mal. Hier oben soll... Hallo? Wieso? Hä? Ach, hier. Man könnte halt auch hier vorne reingehen. Das sind nicht die Spuren eines Garkins oder Flatterers. Blut, aber kein menschliches. Das Monster wurde verwundet. Thank you.
Alles Blut wurde ausgesaugt. Ein niederer Vampir? Treffen wir tatsächlich mal auf einen Ikimen. Na, das wär's doch mal. So, wir folgen den Spuren, denke ich. Ja. Wo ist er denn hingelaufen? Was geht hier vor? Es hat offenbar an Stärke verloren und ist am Ufer lang geschlichen. Buchweizen und Hirse sollen wir anbauen. Heda! Würde sich lohnen, haben sie gesagt. Was? Wieso sollte es? Warum? Die Spuren enden hier. Ich muss auf der anderen Seite nach Spuren suchen. Ja, dann. Da ist ein Kraut. Hol dir das Kraut. Könntest du bitte untertauchen? Wieso geht Tauchen nicht? Wie lange soll ich denn noch C drücken? Warum kann ich hier nicht tauchen? Zuckerfarm, vielen lieben Dank für den Host. Dankeschön. Warum kann ich hier nicht tauchen? Tauchen. C. Es geht nicht. Ich kann hier offensichtlich nicht tauchen. Partout nicht. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Hier sind überall Spuren. Eine Ratte. Na. Rattenkadaver. Sie haben keinen Tropfen Blut mehr. Muss ein Ekima sein. Sag ich doch, ein Ekima. Einfach umherschwimmen und neu versuchen. Oh. Zwangsverflauscht. Zwangsverflauscht. Juhu. Aldous. Vielen, vielen lieben Dank für die Zwangsverflauschung. Und Crick, herzlich willkommen bei den Flauschraupen. Du darfst dank Aldous jetzt deine eigene private Gummizelle im Kokon beziehen. Mach es hier bitte gemütlich. Lass dir die Gemeinschaftsräume zeigen. Gib Aldous was an der Bar aus, entspannt euch dann in der Lounge und vor allem lasst ihr ein nasses Handtuch zur Verteidigung geben. Du wirst es brauchen. Dankeschön, Aldous. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Weiter wegtauchen und dann dahin. Aha, okay. Oh. Sekunde. Wo habe ich mein Öl? Wo ist es? Vampiröl. Was hilft gegen Vampire? Warte mal, ich muss mal ganz kurz nachgucken. Was gegen Vampire, also Ekimen, hilft? Igni. Geralt, Vorsicht! Schieß! Hi! Lambert! Hallo, Lambert. Verdammt, wie gut dich zu sehen, Wolf. Bist du zum Jagen in Novigrad? Du mochtest die Stadt doch noch nie, wenn ich mich recht entsinne. Das stimmt. Ich habe hier etwas zu erledigen. Was hast du getrieben? Ging unterwegs alles glatt? Und ob. Ordentlicher Verdienst in Lan Exeter. Da sollte ich einen Riesen jagen, der sich als Waldtroll entpuppte. Außerdem Banditen. Banditen? Die gab es zusammen mit dem Trollfreihaus. Was du noch erledigen musst, kann ich dir dabei helfen? Vielleicht. Aber wir reden später darüber. Wir müssen uns die Belohnung holen. Ich hab's eilig. Sagen wir, du hast die Hälfte verdient. Was soll's? Gehen wir. Oh,
Oh nein, gehen wir... Und? Was sagst du? Wir haben alles Notwendige getan. Der Jetzt Loot. Wollen wir unsere Bezahlung sehen. Herr Loot! Wartet hier. Ich hole den Aufseher und eure Belohnung. Das machen wir selbst. Kein Grund, den Posten zu verlassen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Geht rein. Wir haben uns um das Monster am Hafen gekümmert. Wir sind wegen der Belohnung hier. Hexer? Seit wann reist ihr zu zweit? Auf einzelne Hexer lauern große Gefahren. Banditen zum Beispiel. Ich rate dir, auf deinen Ton zu achten. Wo ist Yad Karadin? Rede! Lambert, beruhige dich. Vertrau mir, Geralt. Es ist wichtig. Ich muss etwas herausfinden. Ich kenne keinen Karadin. Nehmt die Münzen und verschwindet, bevor ich die Geduld verliere. Wo ist Yad Karadin? Ich frage dich zum letzten Mal. Wache! In den Kerker mit ihnen! Was? Na toll. Na, ist ja ganz toll. Super. Was zur Hölle? Dieser Typ ist mehr Ärger als der Ekima. Karadin ist verschwunden, ich schwöre es. Die anderen auch. Ich weiß nur von Vienne. Was weißt du von Vienne? Sie trinkt im Sieben Katzen. Sie ist Tag und Nacht dort. Siehst du? Du bist doch zu was Nütze. Spinnst du? Was zum Teufel machst du da? Ich kann dir alles erklären. Bald tauchen noch mehr Wachen auf. Lass uns verschwinden. Wir treffen uns im Sieben Katzen. Dort erzähle ich dir alles. In der Taverne, wo Vienne ist? Ja, bis später. Was? Wieso? Hat er Loot? Ich hoffe, er hatte guten Loot. Oh, oh, oh. Oh, schade, kann ich noch nicht tragen. Mist. Hey, du Mokos, moin, Herrchen. Du bist nicht besser. Was soll das denn jetzt bitte heißen? Nee, ist heute nicht, Deja. Ich muss morgen wieder arbeiten. Heute kein Zweiteiler-Stream. Ja, ganz kurz. Cool. Komme ich so da oben ran? Ja, sehr gut. Gut. Ich meine, jetzt braucht er das hier ja alles nicht mehr. Dann kann ich mich jetzt hier auch... ne? Ich nehme das mal mit. Dann sieht's aus wie Diebstahl. Mord, ne? Wegen geklaut und so. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir eventuell... Es war doch da... Nee, wo war denn das? Ach, das war da drüben. Da drüben. Mal gucken, ob wir den noch looten können. Weil man und dann und deswegen. Ach so, deswegen. Was, Crick? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Oh, bitte sei noch da. Nein, doch. Oh, Gott sei Dank. Oh, sehr gut. Ah! Haha, Loot doch noch abgeholt. Alles in Ordnung. Slim Crazy, Hallöchen. So macht man das.
Sehr nice. Cool. Surrealities, einen wunderschönen guten Tag. Hi. Tee, Kaffee und Kuchen in den Chat. Danke, Kung-Fu-Skull. Sich lambert eiskalt die Raupe zum Vorbild genommen. Was soll das denn heißen? Frechheit. Nice. Können wir gleich mal gucken, ob wir eventuell damit... Kima absolut. Feinden zugefügten Schaden. Zugefügter Schaden regeneriert Vitalität. Ui. Der ist sehr schön. Und eine neue Bombe. Verbesserter Mondstaub. Sehr gut. Sehr gut. Okay, dann wieder rüber. Die Grafik ist schon wirklich gut. Also, kann man sagen, was man will. Die Grafik ist halt einfach fantastisch. Unique, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung, ob es das gibt. Oh, warte mal, ich hatte ein Level-Up irgendwann. Dahin. Ich weiß es nicht. Wäre aber interessant. Spielerwerte. Das ist alles nur zusätzlich. Ich glaube nicht. Ich glaube leider nicht. Ich wüsste zumindest nicht wo. Platz ab! Komm hier! Hallo, guter Mann. Ob du mir wohl in einer wichtigen Sache helfen kannst? Halt! Moment. Da braucht jemand Hilfe. Hi! Was willst du? Ich bin Mux. Rostan Mux. Ich brauche deine Hilfe. In einer ernsten Sache. Was ist das für eine ernste Angelegenheit? Ich bin geschäftlich hergekommen. Leider wurde ich am anderen Flussufer angegriffen. Da, beim Ende der Brücke. Ich habe dem Penner eine Flasche feinsten Zwergenschnaps auf den Schädel gedroschen. Aber er hat mich trotzdem beklaut. Nun sag schon, was du willst. Fass dich kurz. Der Dieb ist mit meinen Dokumenten weggerannt. Sehr wichtige Dokumente waren das. Du musst sie mir wiederbringen. Das kostet was. Ich arbeite nicht umsonst. Ich weiß. Seit Anbeginn der Zeiten hat wohl noch kein Hexer einen Finger umsonst gerührt. Stimmt doch gar nicht. Ich habe noch etwas Geld in meinen Schuhsohlen. Wenn du mir die Dokumente bringst, ist es dein. Gut. Yay, mal sehen, was ich tun kann. Dilemma mit dem Zwergendokumenten. Das könnte die letzte Chance sein. Machen wir das schnell? Das geht doch bestimmt schnell, oder? Ach klar, komm. Bevor wir zu Lambert gehen. Illegaler Zwergenschnaps. Nichts stinkt schlimmer. Da ist die Flasche. Hier wurde Mux angegriffen. Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu finden haben. Wir folgen der Geruchsspur. Hallo. Das nicht heißt, dass wir nicht mal auch was looten können? Blöde Katze. Oh, halt. Hm. Hey, du. Kling, alles vielen Dank für die Witze. Dankeschön. Danke, danke. Geld stinkt nicht, auch wenn es aus einer Schuhsohle kommt. Hallo, Igel. Moin. Her mit den Dokumenten, Dieb. Ein Dieb? Ich? Ich hab sie ehrlich beim Kartenspiel gewonnen.
Das sieht Mux anders. Er sagt, er sei ausgeraubt worden. Er hat verloren. Er wollte die Papiere zurück. Und als ich mich weigerte, schlug er mir eine Flasche über die Rübe. Ich hab's nur knapp überlebt. Ach, wir machen uns das einfach. Oder? Ich weiß nicht, wie gut der spielt, was für Karten der hat. Und spielen? Wehe, ich verliere. Du hast schon einmal um sie gespielt. Hallo, spielst Theokrates. Du nochmal? Du hast doch gerade eine Glückssträhne. Die könnte doch noch weitergehen. Du könntest recht haben. Spielen wir. Hey, gucken wir mal. Ich nur irgendwas Interessantes Neues? Nee, ich nicht. Die kann ich eigentlich entfernen. Ich rausnehmen können aus dem Deck. Naja, ich soll's. Kein Spion auf der Hand. Was ist das denn? Ich hab's noch nicht gesehen, Slim Crazy. Entweder hat er nur scheiß Karten, also ist wirklich schlecht. Ist ein schlechter Gegner. Wir haben nur die drei Jungs. Okay.
Gegner hat gepasst. Das ist aber jetzt schade. Hallo von Donowitz. Kiamex, einen wunderschönen guten Tag. Hi. Tja, vernichtet. Enno, vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön. Gewonnen. Ich bin nicht blind. Nimm die Scheißdinger. Nicht, dass jemand sagt, ich wäre kein ehrlicher Mann. Die Götter wissen, dass ich stets nur gut von dir reden werde. So, und jetzt muss ich erstmal ganz kurz eine Karte aus dem Satz nehmen. Weil das Quatsch ist, die drin zu haben. Das ist halt Blödsinn. Habe ich eine Karte gekriegt eigentlich, eine neue? Nö, ich habe nur die Dokumente gekriegt. Menno! Hier ist übrigens noch ein Anschlagbrett. Wollen wir da mal rangucken? Gebrauchte Wiege ohne Gebrauchsspuren gesucht. Eleganter Hochzeitsbegleiter gesucht. Tausche defekten Topf gegen Wagen. Wer schreibt sowas? Du suchst einen Hexer? Jemanden, der ein Monster tötet. Hexer wäre nicht verkehrt. Monster? Was für eins? Groß, böse, hässlich, hockt in der Kanalisation. Wenn du Interesse hast, geh zum Garin-Anwesen und frag nach Olgierd von Everreck. Der ist der Auftraggeber. Okay. Bekanntmachung. Hier werden keine hochprozentigen Getränke an Personen unter 18 Jahren verkauft, sofern die Eltern nicht dabei sind. Euer Wirt. Ein Runenschmied hat eure Gestade erreicht. Werte Kameraden am anderen Ende der Welt. Über weite Meere bin ich gefahren, um diesen Ort, eure faszinierende Heimat, zu erreichen, die Namen der Tiere und Pflanzen zu lernen, die es hier gibt, und natürlich, um euer Volk kennenzulernen. Gierige Wellen haben die Werkzeuge meiner Kunst verschlungen, doch das Werk des Runenschmieds endet nicht mit seinen Händen, denn er durchstreift unentwegt die Welt, um ihre Geheimnisse zu verstehen. Solltet ihr also ein wenig Zeit mit einem Reisenden aus dem fernen Ophir verbringen und parlieren wollen, so lade ich euch hiermit herzlich in mein Zelt ein, das ich unweit einer Mühle bei einem Dorf namens Brunnenwich aufgeschlagen habe. Gepriesen sei die Welt in ihrer nie endenden Schöpfung. Elegante Hochzeitsbegleiter gesucht. Da die Angelegenheit eher heikel ist, werden potenzielle Kandidaten um Diskretion gebeten. Meine Freundin hat einen Mann gefunden und wird ihn schon bald ehelichen. Das Problem besteht darin, dass ich für diesen Anlass noch keinen Begleiter habe. Sollte ein intelligenter, amüsanter, gut aussehender, weder zu alter noch zu junger Mann mit mindestens einem anständigen Anzug oder einer adretten Robe Interesse haben, mich zu einer Hochzeit und dem nachfolgenden Fest zu begleiten, wäre ich ihm zutiefstem Dank verpflichtet. Im Gegenzug kann ich einige Stunden Spaß mit einer jungen Dame anbieten, die beste Tanz- und Konversationskünste vorzuweisen hat. Für Alkohol wird ebenfalls gesorgt sein. Eine schüchterne Anonyme. PS, obwohl es im Bereich... Sekunde. Obwohl es im Bereich des Möglichen liegt, dass ich unsere Bekanntschaft auch nach der Hochzeit fortführen möchte, sollte dir, falls du planst, mit mir nach dem Festmahl direkt im Schlafgemach zu verschwinden, als Warnung dienen, dass ich den Selbstverteidigungskurs für Damen bei der Redanischen Armee absolviert habe. Sehr schön. Lexaria, vielen, vielen lieben Dank für den Host. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Tag. Hi. Oh, so viel Liebe. Dankeschön. Und Roadrunner, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Bestimmt, Igel, ja, bestimmt. Nein, die habe ich verkauft, tatsächlich. Light Drunk, vielen lieben Dank für den Follow, dankeschön. Quasi Mono, hallöchen, moin. Maranubis, einen wunderschönen guten Tag. Farmerboy, ach nee, Farmerboy war doch schon da, dachte ich. Quasi Rangels Frau. Schön, schöner Name. So, was haben wir noch? Gebrauchte Wiege ohne Abnutzungserscheinungen gesucht. Ich bin auf der Suche nach einer Wiege in gutem Zustand, jedoch günstig für ein Mädchen oder einen Jungen. Es steht noch nicht fest, was meine Frau werfen wird. Vorzugsweise aus Eiche, Kiefer tut es aber auch, solange sie robust und hübsch anzusehen ist, da meine Frau kein billiges Zeug mag. Am besten mit Blumenmuster, wobei mir das eigentlich egal ist, da ich sie auch selbst bemalen könnte. Und um meiner Frau zu beweisen, dass sie keinen nichtsnutzigen Drückeberger geheiratet hat. Also, falls jemand solch eine Wiege besitzt, würde ich sie mit Freuden kaufen. Oder sie mit noch größeren Freuden auch kostenlos an mich nehmen. Josi. Ich komme nicht aus dem Norden, Slim Crazy, nein. Denkst du das, weil ich Moin sage? Ich mag das einfach. Das ist kurz und knackig. Ich komme aus dem Osten.
Tausche defekten Topf gegen Wagen. Einmalige Gelegenheit. Ich bin gewillt, einen wunderschönen Blechtopf mit Kornblumen und Lilienbemalung, nun gut, und ein paar Löchern, was aber gar nicht schlecht ist, denn wenn man noch ein paar hinzufügt, hat man ein Sieb, gegen einen Wagen zu tauschen. Der Wagen muss gar nicht groß sein, er sollte nur Platz für 2 oder besser noch 4 Personen und falls möglich ausreichend Stauraum für Taschen und Säcke bieten. Er kann auch schon etwas älter sein, wenn er noch gut fährt und neue Räder sowie robuste Achsen hat. Also am besten nichts, was vor mehr als 2 Jahren hergestellt wurde. Lasst eine Nachricht an Body da. Klar. Defekter Topf. Nein, nicht aus Russland, Ossi. Dankeschön, Lexaria. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Oder Nachmittag, Abend. Auftrag, Monster in der Kanalisation, das ist das. Hiermit sei Wissen und kundgetan, dass Olgiert von Everreck eine großzügige Belohnung in Gold, Juwelen und beweglichen Gütern, Verhandlungssache, an jeden zahlt, der in die Kanalisation von Ochsenfort hinabsteigt und die Bestie tötet, die sich dort eingenistet hat und Unschuldige tötet, wobei sie eine besondere Vorliebe für junge Maiden zu haben scheint. Am besten geeignet für die Aufgabe sind Personen mit Kampferfahrung, Soldaten oder vielleicht sogar Hexer, die beim Anblick von Ertrunkenen nicht sofort das Weite suchen, da die Kanalisation mit derartigen Unannehmlichkeiten angefüllt ist. Weitere Informationen erhaltet ihr im Garen-Anwesen nordöstlich von Novigrad. Fragt nach Olgiert von Everreck. Okay. Das machen wir jetzt aber nicht. Hallo? Das ist eine viel zu schwere Quest. Außerdem will ich doch gerade... Das wollen wir auch noch machen. Wo ist denn jetzt? Hier. Dem Zwerg erstmal seine Dokumente zurückbringen. Junge Maiden, so, so. So, so. Ach komm, Plötze. Damit du auch mal aus dem Stall kommst. Frankie, hallöchen, moin moin. Hier wird nicht rumgehangen. Nur als Hinweis. Ja, das habe ich mir schon gedacht, weil das kam, als ich Hearts of Stone gekauft habe. Kam das dann, der Hinweis mit dem Runenschmied. Hallo? Nun? Ich habe den Dieb gefunden, der deine Dokumente genommen hat. Nicht zu glauben. Auf geht's. Du kannst ihn festhalten, während ich mir wiederhole, was mir gehört. Langsam. Der Mann sagt, dass er dich nicht angegriffen hat, sondern dass du beim Kartenspiel verloren hast. Doch, der vorlaute Sack. Tja, Lügen haben kurze Beine und laufen nicht weit, wie meine Tante Rosalie zu sagen pflegte. Oh. Die Dokumente gehören meinem Arbeitgeber. Die Besitzurkunde eines Stadthauses in Wengerberg. Und wahrhaftig, ich hatte getrunken und habe mich gehen lassen und sie beim Kartenspiel verjubelt. Und dann hast du dem Sieger eins mit einer Flasche übergezogen. Was hätte ich denn machen sollen? Er wollte sie nicht mehr rausrücken. Der Halunk hat eine Waffe gezogen, da bin ich geflüchtet. Aber ohne die Urkunde kann ich mich daheim nicht blicken lassen. Hier, jetzt her mit den Mäusen. Natürlich, ich gebe dir, was ich noch habe. Was anderes käme nicht in Frage. Oh Mann. Einen Erfahrungspunkt. Einen. Gut. Nee, warte mal. Das war hier oben, oder? Nee, ist nicht. Ist denn jetzt wieder... Das über die Statue, Hacker, das Spukhaus. Ach, hier. Hast du fast Level Up mit... Ja, ja, der eine Erfahrungspunkt... Ja, ich weiß. Ich weiß, Greg. Hast gesehen, dass es nur eine Level 2 Quest war. Ich musste ja jetzt auch nicht sonderlich viel tun. Außer 100 Meter in die eine Richtung rennen und 100 Meter in die andere Richtung rennen. Keine Ahnung. Lambert! So. Na schön, jetzt bist du mir einige Erklärungen schuldig. Warum hast du Lund getötet? Und worum geht es hier?
Willst du die kurze oder die lange Version hören? Erzähl mir die ganze Geschichte. Ich hatte einen Freund. Sein Name war Aiden. Du hattest einen Freund? Sehr witzig. Entschuldigung. Ich habe ihn kennengelernt, kurz nachdem ich den Auftrag hatte, den Fluch vom Oger von Elanda zu brechen. Aiden war beauftragt worden, ihn zu töten. Er war ein Hexer von der Katzenschule. Soweit ich mich erinnere, wurde der Oger letztendlich getötet. Ja, nachdem er meinen Auftraggeber ausgeweidet hatte, blieb uns nichts anderes übrig. Aiden und ich haben uns zusammengetan und uns die Belohnung für den toten Oger geteilt. Danach haben wir häufig zusammengearbeitet. Er war der Beste, den ich jemals getroffen habe. Du weißt, ich mag dich, aber das ist kein Vergleich. Was ist mit ihm passiert? Vor einiger Zeit hat Aiden einen Auftrag angenommen, einen Fluch zu brechen, bei der Tochter des Herzogs. War von Anfang an ein politisches Fiasko. Und der Hass auf die Katzenschule kam noch dazu. Sie haben sich diesen Hass redlich verdient. Sie wurden praktisch zu Auftragsmördern. Aiden war nicht so. Jedenfalls hatten einige Höflinge des Herzogs andere Pläne. Wollten nicht, dass der Fluch der Erstgeborenen des Herzogs aufgehoben wird. Also haben einige ausgebildete Mörder Aiden aufgelauert und ihn ermordet. Unser lieber Aufseher war einer von ihnen. Und Yad Karadin? Der Anführer der Meuchelmörder. Er hat ihm den tödlichen Stoß verpasst. So, jetzt kann ich. Entschuldige, ich wollte es noch abwarten. Jawohl! Kafalor, vielen, vielen lieben Dank für den Sub. Herzlich willkommen bei den Flauschraupen. Du darfst jetzt deine eigene wundervolle Gummizelle im Kokon beziehen. Mach es dir soweit möglich in dieser leeren, kahlen Gummizelle gemütlich. Vielleicht schaust du dir die Gemeinschaftsräume mal genauer an. Die sind höchstwahrscheinlich aktuell angenehmer als die Gummizelle. Wenn du dort unterwegs bist, trag aber bitte stets ein nasses Handtuch zur Verteidigung bei dir. Vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Danke, danke. Du hattest einen Freund, die oft gestellte Frage. Ja. So. Das mit deinem Freund tut mir leid. Ich brauche kein Mitleid, sondern deine Hilfe. Wir müssen mit Vienna reden. Inzwischen müsste sie genügend getrunken haben. Gehen wir. Vienne? Oh, eine Elfin. Hi. Was willst du? Wir suchen Yad Karadin. Und warum sollte ich euch helfen? Meinem Freund hier ist es wirklich wichtig. Und was springt für mich dabei raus? Ich bezahle fürs Erste dein Bier. Dann werden wir sehen, wie wertvoll deine Informationen sind. In dem kleinen Teil ist ein Bier. Na genau. Ich habe zu Karadins Bande gehört, aber... Oh, wie lange ist das her? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich bin nicht mehr dabei. Außerdem ist er mit seinen alten Kumpeln nicht mehr befreundet. Er soll sich verändert haben. Starkbier? Ach so. Karadin soll sich verändert haben? Was meinst du damit? Er hat die alten Verbindungen abgebrochen, nimmt keine kleinen Morde mehr an. Er hat sich in einem Loch versteckt, scheint was Großes zu planen. Mhm. Wer war sonst noch in Karadins Bande? Außer mir? Selyse, Hammond und Lund. Aber die sind in alle Winde verstreut. Selyse ist nach Dreiberg gegangen, Hammond nach Skellige und Lund... Lund ist tot. Endlich hat er seinen Meister gefunden. Dann könnt ihr nur noch Hammond oder Selyse fragen. Diese Selyse, wo finden wir sie? Sie hat sich gut gemacht. Sie führt ein Bordell in Dreiberg, wo die reichen Männer hingehen. Die Huren entlocken ihnen Informationen, die sie dann verkauft. Der Name des Bordells? Die Schwarze Lilie. Die Schwarze hatte schon Lilie. Immer einen schrecklichen Geschmack. Feo, ja, die, also
vor allem die verträgt offensichtlich auf jeden Fall nicht viel. Oder sie hat halt schon richtig viel getrunken. Wir brauchen Informationen über Hammond. Früher war er Karadins rechte Hand. Als sich die Bande trennte, ist er zurück nach Faro, wo er einst herkam. Jetzt ist er Pirat. Selbst die Jarls behandeln ihn mit Respekt. Was ist mit dir? Was ist deine Geschichte? Skoyatel, die Einheit wurde aufgerieben und ich habe mich Karadin angeschlossen. Die haben mich nie gleichwertig behandelt. Nein. Ich konnte einen Spatz auf 100 Schritt Entfernung treffen. Aber für Karadin war ich nie gut genug. Er hat diese Hure Selyse bevorzugt. Warst du an dem Mord des Hexers Aiden beteiligt? Vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Und nein, Deja, tatsächlich trinke ich sogar sehr, sehr selten Alkohol. Das war ein Kompaktbier. Zwergel, Hallöchen. Da kennt sich jemand gut aus. Für ein reizendes Geschöpf. Spiegeltrinkerin. Was? Im Trainingslauf? Das stimmt. Da hast du recht, Donal. Da hast du recht. Diese Selyse, wo finden wir sie? Sie hat sich gut gemacht. Sie führt ein Bordell in Dreiberg, wo die reichen Männer hingehen. Genau, das hat sie uns schon gesagt. Die entlocken ihnen Informationen, die sie dann verkauft. Der Name des Bordells? Die Schwarze Lilie. Also immer wieder sie schön. Diese hatte schon immer einen schrecklichen Geschmack. Die Schwarze Lilie. Ich habe also die 2 aus Versehen gedrückt, Entschuldigung. Tut mir leid. Zufrieden? Sie weiß nichts. Wir müssen mit Hammond und Selyse sprechen. Ihr solltet nicht nach Karadin suchen. Wenn er merkt, dass ihr hinter ihm her seid, wird er euch auf der Stelle töten. Das werden wir ja sehen. Und was dich anbelangt. Nein, Lambert. Du hast recht. Lassen wir sie so leben. Was ist mit meiner Bezahlung? Arschlöcher. Du musst mir helfen, Geralt. Am besten trennen wir uns. Du segelst nach Skellige und versuchst, was aus Hammond herauszubekommen. Ich gehe nach Dreiberg und treffe dort Selyse. Lambert, lass uns darüber reden. Nein. Das ist eine der Situationen, der ernsten Situationen, wo man keine unnötigen Fragen stellt und einem Freund einfach hilft. Wo treffen wir uns, wenn ich wieder zurück bin? In der Taverne nirgendwo. Gut, bin schon unterwegs. Viel Glück. Nein, Deja, wir können ja nicht ständig irgendjemanden töten. Geht so nicht. Eugen, das kann man immer ganz gut, wenn wir Community-Treffen machen zur Gamescom. Abends im Brauhaus. Ich weiß gar nicht, ob das letztes Jahr war, aber ich glaube, letztes Jahr habe ich dann schon ein bisschen geschwankt. Habe ich dann aber auch aufgehört zu trinken. Es war zu viel Kölsch. Geh einfach nach Skellige. Nein. Noch nicht, glaube ich. Elfen zu reden ist anstrengender als mit Zwergen zu reden. Sagte die Raupe. Ja, Mann! Wie ist es der Kyra ergangen? Immer, oder Kira, Entschuldigung. Immer müsst ihr wieder mit ihr anfangen. Wenn man sonst nichts trinkt, oder? Ja, kann man. Ich weiß, Theokratias. Kann man denn zu viel Kölsch trinken, wenn man sonst nichts trinkt? So, wir gucken erstmal die Quests durch, würde ich sagen. Nachdem wir gehypt haben. Hey, Fiebel, vielen, vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön für 9 Monate im Kokon. Moin, mein Lieber.
Twitch hat uns ein wunderschönes, süßes, kleines, flauschiges Flauschraubenbaby geboren. Guck, so sieht's aus. Du darfst ihm gerne einen Namen geben, wenn du möchtest. Und ab jetzt darfst du beim kokonianischen Lieferdienst Decker Lasagne bestellen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, auf der Sache mit Kyra werden sie ewig herumreiten. Auf jeden Fall. Es heißt Kyra, also war es doch richtig. Siehst du, ich dachte jetzt, weil Temne Kira geschrieben hat, dachte ich, ich hätte mich vertan. Verflucht. Nur verdünntes Wasser. Tja. So, das ist Stufe 11. Dann haben wir hier noch Stufe 7. Besuche das Spukhaus noch einmal. Das ist aber das gleiche Spukhaus. Das ist das Spukhaus. Und natürlich besuchen wir das nochmal. Wir gehen da hingucken. Ob es Sarah noch gut geht, ob alles in Ordnung ist. Und natürlich, yippie, Börder, vielen lieben Dank auch für deinen Resub. Dankeschön. Und weiterhin ganz viel Spaß hier, gute Unterhaltung. Danke für 8 Monate. Du bekommst jetzt dein eigenes wundervoll flauschiges Marmorfliesenbad mit Direktanschluss an deine Gummizelle. Du musst also die Gruppendusche nicht mehr besuchen, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn du dort dennoch immer mal vorbeischaust. Dankeschön. In Memory of Kyra nennen. So, ich sag doch, das ist das Spukhaus. Hätte mich auch gewundert. Also doch. Das Spukhaus, wo die Sarah wohnt. So ist gut. Ach, der schon wieder. Du schon wieder? Willst du noch mehr? Ledierter Hintern schon verheilt? En garde, sag ich. Diesmal wird der Sieg mein sein. Ich habe mich mit Schild und Schwert geübt. So mancher Vogelscheuche hat's den Kopf gekostet. Lass dich warnen und kämpfe gegen mich. Ah. Ja, Psy-Pete. Ja, ja. So ungefähr irgendwo zwischen 17 und 18 Uhr mache ich dann Feierabend. Mal gucken. Yippie! Theokratias! Vielen, vielen lieben Dank auch für deinen Sub. Auch du bekommst hiermit die Schlüssel zu deiner eigenen wundervollen Gummizelle im Kokon. Mach es dir dort so weit wie möglich gemütlich. Bis jetzt hast du halt dort nichts. Das ist halt eine leere Gummizelle. Und du kannst den Stream dort gucken. Ich meine, immerhin. Und, wenn du in die Gemeinschaftsräume gehst, denk an das nasse Handtuch zur Verteidigung. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Glaub mir. Viel Spaß mit den Emotes und ich wünsche dir hier weiter gute Unterhaltung. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Danke. Beste Wetter für ein Spukhaus. Ja, absolut. Na los dann. Ich bin gewarnt. Nun zeig mal, was du kannst. Ich weiß, das Handtuch. So sieht's aus. Warte, lass mich mal ganz kurz... Schwupp. Ich durfte einen Schlag machen, ist aber wenig. Schon gut. Ich ergebe mich. Reicht's jetzt? Santos ist bei jeder Reise aber wichtig. Aber nächstes Mal... Nein, nicht Elektrinchen, Temnil, nicht die Sarah. Geh zur Jungfer Heidelbeer und entschuldige dich für deine Idiotie. Er hat geübt, sofort, ja, ich merke das, bevor wie er ich es mir hat. Überlege und dir die Knochen breche. Wir sehen uns wieder. Ja, ja, bestimmt. Hm. Wirklich sehr gutes Wetter für den Besuch eines Spukhauses, finde ich. Ist doch perfekt. Ich hab dich im Blick, Weißer. Na, bergab. Hier wird nicht rumgehangen. Sarah, die Göttliche, genau.
Dara, die Göttin. Klötze? Zwerge? Ja. Der Witcher nennt, also Geralt nennt dich. Seine Pferde immer Plötze. Ich hab dich im Blick, Weißer. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, Sarah geht's gut. Aua, nicht ziehen! Du wolltest doch Zöpfe. Aber nicht, dass du die Haare ziehst. Eins geht nicht ohne das andere. Dann will ich sie nicht. Was ist denn hier los? Hexer, Hexer! Hi, Sarah. Corinne, sieh nur, wer da ist. Hm, ihr wohnt jetzt zusammen. Wusste ich nicht. Als du gesagt hast, dass Sarah für meine Albträume verantwortlich ist, wollte ich wissen, ob der Teufel so schwarz ist, wie er oder sie gemalt wird. Ich bin hergekommen und habe kein Monster gefunden, sondern unsere kleine Sarah. Ich weiß nicht warum, aber wir haben uns sofort verstanden. Vor langer Zeit begannen die Menschen in einer Welt voller Monster mit dem Bau von Städten, um sich zu schützen. Doch da es Monster auch innerhalb von Stadtmauern gibt, mussten sich die Menschen weiterhin fürchten. Die Wahrheit ist, dass Mauern keine Sicherheit garantieren können. Der Ort, an dem man sich ein- und alle anderen ausschließt, ist kein Zuhause. Zuhause ist ein Ort, den man erst nach langen Reisen findet. No, ist das schön. Jetzt wohnen die beiden hier zusammen. Ach, das freut mich. Oh, hab ich dich erschreckt? Nein, hast du nicht, Sarah. Natürlich nicht. Als ob du mich erschrecken könntest. Hm, Mäuschen? Ach Gott, das finde ich schön. Das finde ich ja sehr schön. Huch. Falsch. Ah, das freut mich. Super. Ich muss es nochmal wiederholen. Plätze. Kind, die sieht ja gruselig aus. Das ist kein Kind, das ist ein Göttling. So rede ich Robo auch immer mit Elektrinchen. Genau. Genau. Das ist ein Göttling. So, was haben wir noch? Stufe 9, Stufe 10. Ich könnte mal meine Belohnung abholen. Oh, und wir haben hier noch eine Stufe 10 Aufgabe. Wobei, da könnten wir... Ja, doch, komm. Wir holen mal unsere Belohnung auf, ab im Sumpf und dann, schauen wir mal. Draco, nein, nicht fragen. Nicht nach dem Baron fragen. Ich hatte nur einen einzigen Wunsch. Schuldeneintreiber-Raupe. Ja, so sieht's aus. Was sagt denn Dark Force dort, Mani? Verstehst du, was er schreibt? Ich verstehe es nämlich nicht. Und ich war schon kurz davor, auf einen Knopf zu drücken, weil ich das immer nicht leiden kann. Ah, das heißt Hi. Hey there, Dark Force. I'm sorry, I don't speak Russian. So, zack. Genau, er guckt sich jetzt, den Baum für immer an. Lässt die Seele baumeln. Mhm. Der Baron lässt die Seele baumeln. Der Knopf. Ja, der Knopf. Titus und Max, vielen lieben Dank für die Follows. Dankeschön. Los, lauf!
Ist der Knopf rot? Ganz fest draufdrücken will. Nee, rot ist er nicht. Fertoni ebenfalls. Wünsche dir ebenfalls einen schönen Fixmontag. Dankeschön. Ein Hexer. Meinen Gruß. Ich will mein Geld. Wo ist es? Da, nimm es. Doppelte Summe. Wie vereinbart. Ich halte mein Wort. Sehr schön. Ja, beim zweiten Mal. Schon gut, danke. Und leb wohl. Sehr, sehr schön. Naja, Gonzo, ich hatte schon Mitleid mit ihm ein bisschen. Ach, Vaxandor, hallöchen, moin. Frikadelle, hallöchen. Ich hatte schon durchaus, wie hieß nochmal das DLC? Es gibt zwei. Es gibt Blood and Wine und Hearts of Stone. Das sind die beiden DLCs. Nee, warte, ich will zu den Quests. Wir machen jetzt noch den Hexerauftrag. Die lustige Witwe. Bitte was? Was? Du hattest null Mitleid, echt? Ah, kann ich nicht. Klar finde ich es nicht in Ordnung, wenn man seine Frau schlägt, keine Frage, ja, und die ganze Zeit nur am Trinken ist, etc. Aber sie war ja nun jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt und ja, das ist natürlich auch absolut... Oh, wo reite ich denn hin? Es ist natürlich auch absolut nicht in Ordnung, wenn er ihren Geliebten abschlachtet, ja, auch das ist nicht okay, aber wie wir bereits festgestellt haben, als wir das Thema debattierten, das war, ist halt eine andere Zeit, ja, also eine völlig andere Welt als die unsere. Naja, schwierig. Schwieriges Thema. Er tat mir dennoch leid. Ja. Er tat mir halt dennoch leid. Rote Knöpfe muss man umärmeln. Nee, drücken wollte ich sagen. Drücken. Nein, Igel. So. Ein Auftrag. Mal wieder einen Hexenauftrag machen. Ist gut. Hexerauftrag. Absolut, Koala. Hm? Absolut. Streamout, vielen lieben Dank für den Follow, dankeschön. Ich bin wegen des Auftrags hier. Ihr habt offenbar ein Problem. Werden die Gräber geöffnet? Wenn es nur das wäre. Da kommen immer wieder üble Bestien, verschlingen, was frisch ist und ziehen dann weiter. Gerade hat es wieder angefangen. Ich dachte mir, einfach drinnen bleiben nachts und die Tür verriegeln. Aber plötzlich fehlte eins der Kinder. Nein. Ist es auf dem Friedhof verschwunden? Nein, aus dem Dorf. So eine kleine Rotznase würde nicht alleine herkommen. Und ich habe in der Nacht eine Art Winseln gehört. Und du bist nicht rausgegangen und hast nachgesehen? Glaubst du, ich bin blöd? Wer Monster hat, braucht einen Hexer. Reden wir über meine Belohnung. So. Nur ein bisschen zu viel. Wir werden uns schon einig, das weiß ich. Feilschen ist ebenso eine Kunst wie zahlreiche andere Künste. Ah, DNC, da hast du absolut recht, ja. Nur ein bisschen. Ja, ist gut, ich hab's verstanden. Der Preis ist angemessen, wenn man das Ungetüm bedenkt. Ich weiß ein bisschen was darüber. Was denn? Was weißt du denn? Mal sehen, ob ich rausfinde, was los ist. Schauen wir uns mal um. Schönes Wetter gerade übrigens, ja, ist fantastisch. Wieder ganz toll. Ist eigentlich immer so beschissenes Kackwetter sein. Was haben wir denn da? Hunde. Thank you.
Alter. Ich würde gern. Ich komme da nicht hin. Super. Alter. Ich jetzt an ein paar Hunden sterbe. Ich platze. Hey, wieso kann ich das Schild nicht mehr wirken? Also auf Dauer? Muss ich nicht verstehen, oder? Sekunde. Das müsste doch noch gehen, eigentlich. Ghule haben die Gräber aufgemacht. Schön, dass es jetzt geht. Der Verwesungsgeruch hat Wildhunde angezogen. Aber weder Ghule noch Hunde rauben Kinder. Ausdauer war nicht voll. Dann hatte ich mich verguckt. Nee, kann er. Aber ich hab doch. Ausgegraben, aber ohne Werkzeug. Aber ich hab doch. Wenn generell hat er ja genutzt. Na, wer weiß. Wer weiß, warte, da liegt noch Loot. Ein Pflänzchen. Mit einer Hacke? Nein, hier sind Klauenspuren. Ausgegraben, aber ohne Werkzeug. Das Grab ist vor kurzem aufgewühlt worden, aber der Verwesungsgeruch ist alt, überreif. Wohin er mich wohl bringt? Irgendwann nicht mehr weitergespielt habe, kommt man ja Depressionen. Vielleicht lag es aber auch daran, dass ich es im Dezember angefangen hat, draußen auch so Kackwetter war. Na gut, ja, das ist dann schwierig, Arrow, das stimmt. Ich habe die Glyphe nicht rausgetan, nee, nee. Der Geruch bringt mich von ihr weg. Ich würde aber gerne erstmal hier runterschauen wollen. Oder hier rein. Es gibt gar keinen runter. Ich dachte, es gäbe einen runter. Na gut. Dann folgen wir mal dem Verwesungsgestank. Sieht nach Regen aus. Nein! Nein! Regen! Nein! Nein, Quatsch! Na toll. Wenn er es nicht gesagt hätte, wäre mir der Regen gar nicht aufgefallen. Hallo? Was immer sich hier für ein Gewürm rumtreibt, es hat sich einen ungewöhnlichen Lagerplatz gesucht. Die Kreatur benutzt Werkzeug, also ist sie vernunftbegabt. Oder einfach sehr schlau. Da hat jemand gekocht. Das ist ein Oberschenkelknochen von einem Kind. Menschenschädel in einem magischen Kreis. Das Monster hat sie offensichtlich benutzt, um sich an diesem Ort der Macht zu stärken. Das muss Angruftweib sein. Hat die Schädel gesammelt, um die Macht hindurchzuziehen und ist vorwitzig genug geworden, um durchs Dorf zu ziehen. Ich muss die Schädel nehmen und das Gruftweib auf den Friedhof zwingen. Da kriege ich es. Trauerschnepfe? Warte.
Gruftweibe. Was die Feuerbestattung angeht, können die Menschen von den Gnomen lernen, draußen in den Feldern Leichen zu vergraben. Das ist, als würde man den Monstern einen Teppich ausrollen. Wenn es nur Ghule sind, die es erschnüffeln, mag es ja gehen. Die fressen sich einfach voll und ziehen weiter. Aber wenn es, mögen es die Götter verhüten, ein Gruftweib ist, das da fressen kommt, dann nehmen die Probleme kein Ende. Jacques de Villepin, Akademie von Ochsenfurt. Wenige Monster tragen so passende Namen wie Gruftweibe. Man errät, dass die alten, krummen Frauen ähneln, die sich bei Friedhöfen und Schlachtfeldern herumtreiben. Gruftweiber fressen Leichen, vor allem das verwesende Knochenmark, das sie mit ihren langen, fühlerartigen Zungen aus den Knochen lutschen. Wenn ein Gruftweib alle Leichen in Reichweite gefressen hat, fängt es an, Menschen zu töten. Diese vergräbt es auf dem Friedhof und wartet, bis die Verwesung einsetzt. Glatt eine neue Bedeutung. Oh, wow, Guffel. Ifui. Okay, Nekrophagenöl, Erden und Gwen. Ah, hier, Trauerschnepfe. Gruftweiber greifen selten Menschen an. Lieber tun sie sich an dem gütlich, was sie aus Gräbern ausbuddeln. Manche werden jedoch im Laufe der Jahre dreister und schleichen sich in Hütten, um Kinder zu stehlen und Alte zu töten. Und genau so war es auch in Lindenthal. Der Hexer wusste, dass ihm das Gruftweib einen harten Kampf liefern würde. Es galt weder die mächtigen Klauen, die jeden Block und jede Parade zunichte machen konnten, noch die lange giftige Zunge zu unterschätzen. Außerdem war mit einer Schnelligkeit zu rechnen, die sogar seine mutierten Reflexe überfordern würde. Nur das Erdenzeichen konnte den nötigen Vorteil zum Überleben und Siegen bedeuten. Na, ich freue mich. Das wird jetzt vermutlich ein Träumchen. So, ich brauche also Nekrophagenöl. Kann ich nicht zufällig noch was verbessern? Nee. Und das da. Achso, die Schädel, verdammt. Ohne Schädel? Nix an Loki. Das müsste es richtig ärgern. Jetzt auf dem Friedhof auf die Lauer gelegt. Da wird es nach Anbruch der Dunkelheit aufkreuzen. Es wird gehen, ich habe Schwalbe und Donner, glaube ich, auf den Schnellslots liegen, ne? Genau. Oh, warte. Falsche Richtung. Ja, dann wollen wir mal. Dieb hat die Schädel gestohlen. Meine Schädel. Soll sich selber welche ausgraben. Da ist sie. Wie aufs Stichwort. Hallo. Da. Plötze! Verschwinde, Pferd! Fass ich es denn? Au. Verflucht! Das ging doch ganz gut. Adan Deit. Blödes Pferd, ey. Blödes Pferd. Diese hier benimmt sich daneben. Absolut, Craig. Diese Plötze benimmt sich eindeutig daneben.
Nix, okay. Aber wir haben bestimmt eine Trophäe bekommen. Die hat er wieder angelegt. Bonuserfahrung bei Humanoiden. Na gut, es ist mir eigentlich egal, welche da an Plötze baumelt. Hauptsache, es bleibt bei Bonuserfahrung. Diese Lasagne wird es nicht mehr lange geben. Schatz. Manchmal. Also wirklich. Ich bin wegen des Auftrags hier. Und? Hä? Alles geritzt. Ach so. Ein Gruftweib hat die Gräber aufgewühlt und sich das Kind geschnappt. Ach so. Wie geht's dem Kleinen denn? Echt jetzt? Ich hab ihn im Lager des Gruftweibs gefunden. In ihrem Kessel, um genau zu sein. Soll ich weiterreden? Eigentlich hast du schon zu viel gesagt. Was ist mit meiner Belohnung? Oh, die habe ich natürlich nicht vergessen. Hier, bitte. Vielen Dank für deine Hilfe. Indien sind Kühe heilig. Deswegen kommt Pferd auf den Herd. Hallo Yariba, moin. Ich kann endlich wieder zuschauen. Torfstecher, da war ich schon, Craig. Das habe ich schon abgeholt, bevor ich das Gruftweib erledigt habe. Habe ich da mein Geld abgeholt. Das ist schon erledigt. So, jetzt müssen wir mal gucken. 12, 15, 13. Okay. Ich muss mal hier leveltechnisch durchschauen. Also sind ja jetzt die 9er-Quests dran. Entweder mit Hacker sprechen oder... Ich würde das ja tatsächlich gerne machen. Ich würde die Residenz gerne durchsuchen. Ach komm, was soll's. Wo ist hier das Brotding? Nochmal auf den Friedhof. Okay. Und jetzt? Ist nix. Ich meine, das Einzige, was mich irritiert immer, ist, dass der hier hinten so langsam läuft. Ich wüsste nicht, was hier sein soll. Engel? Ich hoffe, es sind nicht Weinende. Keiner. Interessant. Ich rate euch jetzt nicht wegzugucken. Wenn jetzt einer von euch wegguckt, Wie cool ist das denn? Wie cool ist denn bitte das? Alter, wie gut! Ist schon. Oh! Oh, jetzt sind sie weg.
Oh. Sehr cool. Das ist schon sehr, sehr cool. Sehr geil. Dankeschön. Los, los. Danke fürs Zeigen. Das ist mega. Woher waren die aus Doctor Who? Enviusen. Die weinenden Engel. Quatsch, will dahin. Ja, natürlich sind die mega gruselig, Tengu. Natürlich sind die mega gruselig. Und ich habe hier eine auf meinem Schreibtisch stehen. Aber die sind trotzdem toll. Ein kleines Doctor Who-Fangirl. Nur so ein bisschen. Ein ganz klein wenig. So, das heißt dahin und dann dahinter reiten. Na gut. Das ist doch bestimmt Oxenford, oder? Oder? Was ist das hier? Das finden wir gleich raus. Genau, Sando hat gerade einen Link gepostet, wo ein bisschen was über die weinenden Engel steht. Und hier ist ja mal nicht gruselig. Das stimmt ja, der ist nicht so gruselig. Bin ich denn jetzt hier eigentlich? Ist selber nicht so richtig. Ist das Oxenfall? Streitlustig, Lee. Sicher? Darf ich mal vorbei hier? Danke. Bye bye, Durio. Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Schön hier. Ihre und Heimatland. Ich wieder unter deinen Stein. Lang lebe, etc. etc. No. Wann darf ich denn endlich richtig galoppieren? Hallo? Jetzt darf ich. Oh, dass es so gut funktioniert hat mit den Engeln, wusste nicht. Ich da bin, wenn du genau die Quest machst. Komm schon. Ja, das hat super geklappt, Tengu. Dankeschön. Wirklich. Das freut mich echt mega. Das ist riesig. Eistee, vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön. Ja, Marvel Man, es regnet sehr, sehr viel. Es regnet sehr, sehr, sehr viel. Viel steht hier aber nicht mehr. Na, schauen wir uns hier mal um. Gutes Zeichen. Verdammt, es ist wieder passiert. Ich bin süchtig. Clips kannst du einfach so posten. Ja, Zwergel, natürlich gerne. Was ist denn das? Das Haus ist komplett zerstört, aber der magische Kreis ist intakt.
Sieht mir nach einem verschlossenen Portal aus. Ob ich es mit einem von Eramas Gegenständen aufkriege? Oh, ich hasse Portale. Also, Geralt hasst Portale. Warte mal, können wir... Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Das ist nur das Zeichen. Nicht, dass ich irgendwas übersehe, aber sonst ist hier rundherum nichts, denke ich. Puh, hier stinkt's. Okay. Dieser Geruch, reifer Käse, offenbar war Eramas ein Tyromant. Was ist denn das? Oh, Temne, das würde ich auch super finden. Geh mal erst fragen. Ja, alles gut. Alles gut. Zwerg. Clips gehen hier so. Alle anderen links nicht, aber Clips gehen so. Wird nie langweilig. Das ist halt schon echt sehr gut so. Muss ich jetzt hier runter? Will ich hier runter? Woraus hat er diesen Käse gemacht? Aus Neckermilch? Ich muss vorsichtig sein. Ach, das ist ja cool. Die Rohre deuten in die Richtung. Nee, warte. Rohre verarschen mich. Hör nicht auf die Rohre. Ich dachte erst, die Rohre würden die Richtung anzeigen, aber nein, machen sie nicht. Toll, was bringt mir das jetzt hier? Nichts, oder was? Oh, warte, doch, ich kann hier hoch. Jippie! Ichigo! Vielen, vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön für ein halbes Jahr im Kokon. Moin, moin, mein Lieber. Hallöchen. 6 Monate bedeuten, du bekommst endlich Steckdosen in deine Gummizelle. Endlich Strom. Und du erhältst automatisch noch einen Kühlschrank dazu, der sich mit deinem Lieblingskaltgetränk befüllt. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Devil Dante, hallöchen, Moment. Schönen guten Tag. Wo geht's denn jetzt hier hin? Jetzt hier richtig oder nicht? Doch, ich glaube, ich bin hier richtig. Meine Käseprobe. Wesemir wird sich köstlich amüsieren, wenn ich ihm das erzähle. Ich glaube nicht, dass es noch schlimmer geht. Silver hat Hallöchen und viel Spaß im Lurk. Kühlschrank mit kaltem Bier. Ja. Krieg, genau so macht er das. Genau so und nicht anders. Was, das war's jetzt? Wieder diese Portale. Wie geht's denn jetzt hin? Huch! Fall nicht. Wird er weiterhin vermisst? Dem Elektriker geht es fantastisch, Meisterbär. Wie oft denn noch? Dem geht es super. Um nicht zu sagen, tadellos. Ha. Ha.
da lang oder den anderen Weg lang? Na, wo habe ich denn hier gerade was gesehen? Da oben. Katze. Ja, gute Idee. Wo haben wir sie? Einfach nicht merken, wie die Flasche aussieht, so. Besser. Komm ich denn da hoch? Komm ich da überhaupt hoch? Nee, ne? Mist. Ich komme hier hoch, oder? Jo. Wo geht's hier hin? Oh. Sollte ich vielleicht nochmal zurückgehen? Ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Immer. Meinem Lootfinger geht es wie immer fantastisch. Ich hätte auch von hier kommen können, sozusagen. Okay, aber was ist denn das da jetzt? Da hinten ist da was. Diese Entdeckung darf ich Lambert nicht vorenthalten. Neblinge sind immun gegen den Geruch von altem Käse. Ein Nebling, na, ich freue mich. Ah, ich hasse diese Viecher. Ich hätte noch ein Öl benutzen sollen. Vielen, vielen lieben Dank für den Host. Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Komm hier runter jetzt. Na, nein, nein. Man in der Ecke festhängt, da könnte ich Platz hin. Oh. Gut. Hallöchen. Hey Halli. Vielen lieben Dank für den Host. Dankeschön. Ich hoffe, ihr hattet einen fantastischen Pfingstmontag. Überall Käse. Ih, was hat der hier gemacht? Hat der den Menschen an den Käse angeschlossen? Ih. Wieso? Fena, vielen lieben Dank für dein Follow. Das ist ja eklig. Bullenfigur und Notizen von Aeramast. Die Vision stabilisierte sich und ich sah, man höre und staune, wie durch einen Nebel im Mondlicht die vier Prinzen, ein jeder gerüstet und zu Pferde. Wie Nebel das Pferd des Ersten, wie Schwefel das des Zweiten, schwarz wie der Abgrund das des Dritten, das des Vierten jedoch ein Pony. Und dann schaute ich einen klaren Springquell. Doch tranken die Prinzen nicht davon, denn dies war verboten.
Darauf flog ein Paradiesvogel rot und golden über sie hinweg und erhellte den Ast eines Baumes. Und der Baum hatte Äste und Zweige, 1400 an der Zahl. Zehrt von der Quelle, sagte der Vogel, doch sie zeigten auf der Sonne blutige Tränen und zehrten nicht. Da erschien eine reine Jungfrau mit entblößten kleinen Brüsten, rot und fest wie reife Lindbeeren. Dann hatte meine Nase sich an das Aroma gewöhnt und die Vision verging. Morgen werde ich versuchen, die Reifeprobe von Genno Mühlford zu entsiegeln. Angeblich hat sie ein feines, tiefes Aroma mit leicht nussigem Nachhall. Nun, wir werden sehen. Was? Was? Okay, das waren hier die ganzen Notizen von den Anschlagrittern. What the fuck? Ja, das denke ich mir auch, wenn ich sowas lese. Commander Mike, vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön. Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Sofort kannst du vielleicht erstmal hier ganz kurz... Nein. Ja. Danke. Eine Illusion. Ist Käse hier überall. So ein Käse. Da fühle ich mich ja fast wie bei Stone auf dem Kanal. Ob Stones zu Hause so aussieht? Ha. Meinst du, dass er Sabrina immer mit Käse befüllt? Eine Art Gewölbe. Ich sollte mich umsehen. Psst, das jetzt? Ich dachte, ich komme hier mal wieder raus. Nicht richtig? Doch, richtig. Stand nur nicht gut. Das muss Barriere so, oder? Barriere deaktiviert. Die magische Barriere ist noch aktiv. Ich muss sie irgendwie beseitigen. Hä, ich dachte, ich habe sie gerade deaktiviert. Ihr habt die doch gerade deaktiviert. Ich war zu schnell. Vermutlich war ich zu schnell. Ich muss das Auge benutzen. Guck mal, hier mal noch eins. Käse, guck mal, Käse. Der Kerl auf dem Tisch ist, war der Typ, um den es in der Quest geht. Süchtig oder so. Ja. Offensichtlich süchtig nach Käse. Schlangenfigur. Heiner, darf ich das hier nehmen? Wenn dieses Schwert so tödlich ist wie Eramas Käse, sollte ich es mitnehmen. Vielleicht nenne ich es Emmentaler. Der Emmentaler! Nett! Ach, das war's jetzt. Jetzt darf ich das... Jetzt habe ich es abgeschlossen. Der Emmentaler. Lass uns doch mal das Schwert angucken. Adan died. Ja, ich habe mir halt jetzt diese Hexersachen gebaut, ne? Aber geil ist das. Das ist schon ein schönes Schwert. Was für eine Truhe? Nein, die habe ich gelootet, die Kiste. Die habe ich doch gelootet. Hier ist nichts mehr. Guck mal. Ein weinender Engel mit einem Käse in der Hand. Huch. Oh, okay. Ich komme dann also oben raus. Frische Luft. Endlich. Ein Glück. Oh, verbesserte Katzenrüstung. Oh, schön.
Letzter Tagebucheintrag des Magiers Aeramas. Mein Haus wird seit Tagen von Jägern belauert. Ich wusste natürlich, dass sie kommen würden. Die Vision durch den aromatischen Limburger war nur allzu deutlich. Doch ich muss das Risiko eingehen und noch einige Tage bleiben. Die Käse haben ein faszinierendes Reifestadium erreicht. Ein Transport steht völlig außer Frage. Ich arbeite seit 40 Jahren an diesem Rezept. Lieber sterbe ich, als es jetzt im Stich zu lassen. Für den Fall, dass ich nicht imstande bin, Zeitpunkt und Art des Übergriffs der Jäger zu weissagen, vermache ich meinen wertvollsten Schatz dem tapferen Abenteurer, der imstande ist, ihn zu finden. Möge dieser Lohn ihn inspirieren, meine Arbeit fortzusetzen und sich auf die Schultern der Riesen der Tyromantie zu stellen. Geoffrey Munster, Avon Vio Boulon und nicht zuletzt der Blauschimmelbaron Eric Stilton. Schön! Okay. Was macht das hier? Was ist denn jetzt passiert? Was mag das wohl bedeuten? Wieso ist es jetzt dunkel? Was zur Hölle? Was? Was hat denn das jetzt? Hä? Was hat das gemacht? Was habe ich gemacht? Crispy, vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön. Was hat denn das jetzt? Ich muss doch irgendwas gemacht haben. Nicht? Oder war das nur dafür da, wenn ich das vorher nicht gefunden hätte? Das war vermutlich nur dafür da, wenn ich vorher unten das nicht gesehen hätte, oder? Das hat jetzt überhaupt keine Auswirkung mehr, kann das sein? Was? Natürlich habe ich mir das Emmentaler Schwert angesehen. Oh nein, habe ich nicht. Oh, Entschuldigung. Habe ich nicht. Aber das Emmentaler Schwert ist trotzdem schlechter. Das ist natürlich geil mit Igni und Feuerschaden. Aber da bleibe ich bei meinem Greifenschwert. Aber das ist schön. Also es sieht schön aus. Finde ich. Da passiert nichts mehr. Ja, ne? Genau. Gut. Ich dachte es mir schon, ich war mir nur nicht sicher. Ich war mir nur nicht sicher. Mit einem Käsemesser angreifen habe ich vorher. Scheint so. Nee. Dann müssen wir mit ihm sprechen. Aber das wäre jetzt, glaube ich, leveltechnisch. Das nächste. Leveltechnisch so das nächste. Grundschaden weniger, 18 Feuerschaden mehr. Ja, aber ich laufe ganz gut mit den Schwertern. Das mag schon sein, aber ich will ja irgendwann diese Ausrüstung haben, richtig sauber alles. So, da werden wir uns mal zumindest noch nach Novigrad zurückbegeben. Nachdem wir hier einen kleinen Ausflug aufs Land gemacht haben. Oh. Und dann machen wir aber, glaube ich, für heute Feierabend. Ich habe langsam echt richtig doll Hunger. Richtig, richtig doll Hunger. Ich freue mich echt aufs Essen. Wie gibt nichts. Hallo.
Wieso machst du dir die Ausrüstung nicht schon? Ich glaube, mir fehlen noch ein paar Sachen. DNC. Es wird Zeit, dass ich mal was esse heute. Wir haben es inzwischen fast 18 Uhr. Ich hab nicht das komplette Stück gegessen, Mann. Da ist noch was da. Da ist noch was da. Ja, das ist sehr gut für mich, dass da noch was da ist. Beweise es, steht im Kühlschrank. Nach nur 6,5 Stunden. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ossis, wäre mir neu, dass Streamen meine Arbeit ist. Und ich da Arbeitszeit habe. Genieß mal den Käseabend, das werde ich. Gerade noch ein Stück Käse, ja. So ein Käsetoast würde jetzt gut kommen. Lucky, vielen lieben Dank noch für den Follow. Dankeschön. So, ich guck mal, wo ich euch noch hinschicke. Wisst ihr, wo wir lange nicht waren? Da waren wir wirklich lange nicht. Ich schicke euch zu Slappy rüber. Der spielt Nier Automata. Ich hoffe, dass ihr dort einen schönen Abend haben werdet. Oder wobei, was auch immer ihr macht. Ja. Novigrad ist nicht mehr das, was es mal war. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke euch fürs Zuschauen, für die ganze Unterstützung. Freue mich drauf. Achso, morgen vermutlich, wie gesagt, morgen höchstwahrscheinlich, ganz wahrscheinlich nicht auf meinem Kanal, sondern auf dem vom Stefan Reichardt. Der möchte mich nämlich gern interviewen. Weiß zwar nicht wieso, aber vielleicht gibt es was total Spannendes, was es über mich zu erzählen gibt. Das werden wir sehen. Das erfahren wir dann morgen bei Stefan, was er mir so für Fragen stellt. Das weiß ich noch nicht. Da wird es noch eine Ankündigung auf Twitter und allem drum und dran geben, denke ich. Und oder gab es vielleicht schon. Keine Ahnung. Möglich. Habe ich nicht mehr gekriegt. Habe gestreamt. Und ja, das heißt, wir sehen uns morgen auf dem anderen Kanal und übermorgen geht es dann voraussichtlich mit Twitcher weiter. Vielen, vielen lieben Dank. Schönen Abend noch und viel Spaß bei Slappy. Bye, bye.